Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part waren wir hier immer noch in der Siegestraße und da werden wir jetzt auch weitermachen. Ich hoffe mal nicht mehr lange. Ja, der letzte Kampf hat uns so ein bisschen angeschlagen. Zwei Pokémon sind besiegt worden. Die muss ich erstmal hier heilen und zwar Seeblatt und Firefight. Ja, die hat es erwischt, die beiden. Und darum einfach mal einen Beleber hier ausgeben oder zwei gleich. Und dann ruhig noch zwei Supertränke. Wir haben ja das Zeug hier. Von daher kann ich das ruhig einsetzen. Obwohl, bei Seeblatt hätte ich ruhig so lassen können. Er hat ja Gigasauger, aber... naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Genau. Wie gesagt, wir waren ja im letzten Part hier noch dabei. Hier ist auch ein weiterer Trainer. Den habe ich eben gerade nicht gesehen. Ich habe einfach nach links gedrückt und dann sehe ich da... oh, da ist ja ein Trainer. Ja, also gleich beim nächsten Trainer hier angekommen. Ein Drachenprofi, wow, ein Altaria vom Typ Flugdrache. Und da sollte doch Elektro sehr effektiv sein, wegen Flug. Und Drache ist dann normal effektiv, richtig? Richtig, glaube ich. Mal schauen. Nee, dann wäre gegen Drache nur nicht sehr effektiv gewesen, okay. Dann habe ich mich da in diesem Fall jetzt geirrt. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Dann schaue ich mal, wen ich hier noch einsetzen kann. Kampfadler setze ich mal ein, weil Blitzmaus hält nicht mehr lange durch. Da wechsle ich mal lieber. So, der Angriff sinkt dadurch auch nochmal. Das ist noch besser. Drachentanz. Spezialangriff. Nee, normaler Angriff steigt und die Initiative. Da muss ich jetzt schauen. Nee. Wollte sagen, muss ich jetzt mal schauen, ob wir als erstes angreifen können, aber können wir leider nicht. Ein Feuerodem. Richtet nicht ganz so viel Schaden an. So. Die Attacke von Altaria geht daneben und mal sehen, wie viel Fliegen abzieht. Genug auf jeden Fall. Genug. So, das ist schon mal besiegt. Das nächste Pokémon, bitte. Und das nächste Pokémon ist... ein Knarksel. Wow. Ja, Knarksel ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich setze da jetzt Heiler ein, obwohl Knarksel physisch angreifen kann, aber Heiler hat eine Eisattacke und Heiß, nicht Heiß, sondern Eisattacken sind gegen Knarksel sehr effektiv. Kennen wir ja auch von unserem Knarksel. Oh nein, er gräbt sich gleich ein. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Aber wir können jetzt noch wechseln, wir können jetzt noch wechseln. Eins ist schon mal sicher. Das Knarksel ist auf jeden Fall schneller als Heiler. Okay, dann wechsle ich mal zu Seeblatt. Ich könnte natürlich auch Kampfadler einsetzen. Dann wäre Schaufler überhaupt nicht wirksam, aber... ja, Kampfadler hat nicht so viele gute Attacken gegen Knarksel. Da ist Surfer oder Kaskade schon viel, viel besser. Genau. Interessante Pokémon, also zwei interessante Drachen-Pokémon. Die auch nicht gerade so einfach sind. Auf einem guten Level, also wenn man denkt, zwei Pokémon. Beide auf Level 47, also zumindest das Knarksel ist auf Level 47. Das davor glaube auch. Das Altaria. Und ja, gefällt mir. So. Der Drachenprofi ist besiegt. So. Dann hier links. Dann sind wir mit diesem Raum auf jeden Fall schon mal fertig. Und dann dürfte auch nicht mehr viel kommen, denke ich. Da unten scheint noch irgendwas zu sein. Dann schwimme ich da nochmal hin. Vielleicht ein Item oder so. Ne, eine Abkürzung. Dahin, wo es zurückgeht. Aber da will ich ja nicht hin. So. Dann geht es hier hoch. Jetzt sind wir hier. Da ist nochmal ein Trainer. Da geht es nochmal nach links. Und hier ist auch nochmal was. Hier ist ein Item, eine Schafklaue. Schafklaue, Schafklaue, das war glaube ich ein gutes Item. Da müsste ich mal nachschauen. Schafklaue, Schafklaue. Sein, ich habe das schon. Kann natürlich auch sein. So, nein, habe ich noch nicht. Erhöht die Volltrefferquote des Trägers. Das ist sehr interessant, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Item. Vielleicht werde ich das dann in der Pokémon-Liga einsetzen, wer weiß. So, Topschutz ist jetzt vorbei. Da möchte ich sowieso vorher nochmal schauen, was haben wir für Items, was für Items tragen unsere Pokémon. Kann man da irgendwie was auswechseln, wie auch immer. So, dann schaue ich erstmal dort oben.
Da geht es in eine Höhle? Das möchte ich mal ansehen. Du solltest dir auf jeden Fall die Pokémon-Liga als Ziel setzen. Konzentriere all deine Energie auf dieses Ziel. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Wahrscheinlich erst, wenn wir die Pokémon-Liga durch haben. Okay. Dann geht es da zu den alten Mann. Aber ich werde vorher nochmal hier schauen, was ich hier für Pokémon habe. Ich werde mal hier zu Firefight wechseln. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin. A, wir haben jetzt viel von der Siegestraße gesehen. Und B, unsere Pokémon sind sehr stark angeschlagen. Also, ja. Ich will hier auch nicht andauernd die Tränke verwenden. So, Porygon Z. Da wurde mir, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben, was es für ein Typ ist. Aber ich hab's mal wieder vergessen. Ja, tut mir leid. Ja, aber ich wollte auch in diesem Part hier mal ein kleines, ja, Thema ansprechen. Und zwar ist das Let's Play zu Pokémon Platin. So lange wird es ja nicht mehr dauern. Wir sind ja schon... Oh, scheiße, das war sehr effektiv. Ich erzähle gleich weiter. Und zwar, das Pokémon Let's Play neigt sich so langsam dem Ende zu. Zwar wird noch bei der nach der Pokémon Liga sind noch ein paar Routen zu erkunden, aber trotzdem, so lange wird es dann nicht mehr dauern. Und da hat mich Finn schon gefragt, was nach dem Pokémon Let's Play kommt. Finn, wer ihn nicht kennt, auf YouTube heißt er XXPripe. Und er hatte mir auch so einen kleinen Wunsch gesagt, dass er dann als nächstes Pokémon Hardgold haben möchte. Ja, und ich frage auch mal die anderen hier, die dieses Let's Play schauen. Auch warum setze ich Cascada ein? Ich wollte Gigasauger einsetzen. Das ist jetzt ein sehr, sehr dummer Fehler, weil dadurch... Ja, das ist ein richtig dummer Fehler von mir gewesen. Ist meine Schuld, dass jetzt Seeblatt stirbt. Das ist jetzt meine Schuld. Ich war jetzt einfach nicht aufmerksam genug. Ja. Und zwar, ihr könnt mir ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was die anderen hier für ein Let's Play, also für ein Pokémon-Let's Play nach Pokémon Platin haben möchten. Nach diesem Let's Play wird aber noch nicht gleich ein weiteres Pokémon-Let's Play folgen. Es wird erstmal ein anderes Let's Play mit 8 Parts folgen. Habe ich noch alles nicht aufgenommen, also das werde ich auch erst aufnehmen, wenn ich dieses Let's Play hier durch habe. Und das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr Blitzmoss auch noch stirbt. Ey, nee. Ja, und nach diesem Let's Play mit den 8 Parts beginnt dann das neue Pokémon-Let's Play. Ja, wie gesagt, der Finn hatte mir schon gesagt, er möchte gerne Pokémon Hardgold von mir sehen. Wo ich auch sehr interessiert bin, dass ich das Let's Player, also ich kenne das Spiel noch gar nicht. Also das wäre ein vollkommenes Blind Let's Play. Und ja, ich habe auch schon viele, viele gute, ja, gute Meinungen über Pokémon Hardgold und Soul Silver gehört. Und darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dies als nächstes Projekt, ja, uns bevorsteht. Also als nächstes Pokémon-Projekt. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf eure Antworten. Blattgeißel, was ist Blattgeißel? Kenne ich noch gar nicht, ihre Attacke. So. Ja, ist das Tangolos auch besiegt. Also, dieser Trainer hatte auch sehr interessante Pokémon, nur... Ja, dass ich da Kaskade bei Seeblatt eingesetzt habe, das war mein eigener Fehler. Also, dadurch wurde dann auch Blitzmoss besiegt. Ist sehr, sehr doof gelaufen. Sehr, sehr doof gelaufen, aber... Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich nichts machen, außer meine Pokémon wieder heilen. Ich laufe erstmal hier so ein bisschen lang. Schaue, was hier erstmal ist. Da links geht es... hoch. Das ist hier rechts. Rechts ist auch noch irgendwas. Ich schaue hier erstmal rauf. Was ist denn da? Noch ein Trainer. Ich gehe erstmal zur... Im Moment. Ich bin gerade so ein bisschen... verwirrt. Nee. Doch nicht verwirrt. Ich bin doch nicht verwirrt. Okay, hier... werde ich erstmal hier hochkacken, weil das sollte hier eine Sackgasse sein, glaube ich. Nein, da geht es... wohin geht es denn da?
Ach so, zu einem kleinen Rätsel. Einem kleinen, aber feinen Rätsel. Und zwar. Moment, wie macht man das? Wie macht man das? Ah ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe doch, glaube ich, habe ich ja gedrückt? Oder habe ich nein gedrückt? Ich glaube, ich hatte ja gedrückt. Na gut. So. Und zwar den nach links schieben, den nach links schieben und den nach unten. Dann kommt man an das Item ran. TM79 Fensteraucher. Wow. Auch eine sehr, sehr gute Attacke. Und dann geht es zurück, aber ich werde erstmal vorher ein Pokémon heilen. Und zwar, wen werde ich heilen? Firefight werde ich heilen. Und zwar, ich werde jetzt nur ein Pokémon heilen, aus dem folgenden Grund, da uns nur noch ein Trainerkampf hier in der Siegesstraße bevorsteht. Und dann geht es zur Pokémon-Liga im nächsten Part. Ja, endlich geht es zur Pokémon-Liga. Lange haben wir darauf gewartet. Sehr, sehr lange. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann da in der Pokémon-Liga abgehen wird. Wie auch immer. Ja, das ist hier jetzt der letzte Trainer, weil da, wenn man über diese Brücke da geht, dann kommt man zum Höhlenausgang. So, jetzt müssen natürlich die richtigen Pokémon hier kommen. Kaumalat, Kaumalat. Ja, ist kein so starkes Pokémon, weil es noch in der ersten Entwicklungsstufe ist, aber ja, ist auch nicht ohne. Ich setze einfach mal Tempo-Hieb ein. Bedenke, Kaumalat kann sehr wahrscheinlich Erdbeben. Aber setzt nur Schlitzer ein. Okay. Dann hier nochmal Tempo-Hieb. Dann sind wir jetzt mit dem Kaumalat schon mal gut durchgekommen. So, Wablu, ja. Wie viel. Nee, Blitzmoss ist leider besiegt, stimmt. Dann bleibe ich mal bei Firefight. Er wird das schon regeln, irgendwie. Ist ja auch in der ersten Entwicklungsstufe. Ich weiß jetzt nicht, was die genommen haben, warum alle Pokémon hier in der ersten Entwicklungsstufe sind, aber okay. Stimmt, ich hätte ja eigentlich auch die Gesteinsattacke nehmen können. Aber Flammenwurf reicht auch. Obwohl es nur normal effektiv ist, also ist doch schon mal gut. Jetzt kommt aber Knagsel. Ich werde trotzdem weiterkämpfen. Obwohl Knagsel sehr wahrscheinlich Erdbeben kann. Weil ich werde erstmal Tempo-Hieb einsetzen. Schauen, wie viel das abzieht. Leider nicht so viel. Jetzt setzt er Schaufler ein. Okay, Schaufler ist sehr, sehr stark. Da muss ich jetzt auf jeden Fall wechseln zu Kampfadler. Kampfadler hat ja auch noch einige KP. Und ist ja auch auf Level 48. So, hat keine Wirkung. Sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, ich setze einfach mal einen Nahkampf ein. Ich hoffe mal, das wird ausreichen. Wenn nicht, naja, dann Verteidigung und Spezialverteidigung gesunken. Aber es reicht aus. Sehr, sehr gut. Dann haben wir den letzten Trainer auch nochmal gut überstanden. Ohne Probleme. Null Problemo. Und dann geht es endlich raus aus der Siegestraße. Raus. So. Ja, jetzt lang. Und da ist der Ausgang. Ein großer Ausgang. War der schon. Der war doch. Ich glaube mal, in Perl war der nicht so groß, der Ausgang. Und hier voraus die Pokémon-Liga. Ja, hier nochmal ein schöner Wasserfall. Wir haben ja die Pokémon-Liga überhaupt übrigens schon gesehen. Damals in Zonneweg, als vorm 8. Ohren so noch. Beim Leuchtturm, da haben wir durch das Fernglas geschaut und da haben wir die Pokémon-Liga gesehen. Und hier ist sie nun. Ist hier an der Seite zufällig ein Item? Lol, was ist denn das da oben links? Ein Grafikbug, glaube ich. Ist das mit Absicht? Nein, bestimmt nicht, aber. Ist das jetzt wegen dem Emulator? Ich kann mich an so einen Bug nicht erinnern. Könnte sein, dass es wegen dem Emulator ist. Hier ist die Pokémon Liga. Wow. Die wurde auf jeden Fall umgebaut. Die wurde komplett umgebaut. Ganz egal, wie schnell ich vorankomme. Es ist auch egal, wie viele Leute ich auf meinem Weg herausfordere. Ich werde niemals aufgeben, solange ich nicht die Top 4 geschlagen habe. Ja, genau. Vorm Arenaleiter erwarten uns ja noch die Top 4. Und das wird auch nicht einfach. Das wird auch nicht einfach. Aber erstmal unsere Pokémon heilen. Ja, und diesen Part werde ich jetzt noch dazu nutzen, hier im Anfangsgebäude erstmal hier alles zu erkunden.
unsere Pokémon ausrüsten. Und dann geht es halt im nächsten Part weiter. So. Dann hier, hier. Achso, das ist das. Achso, das ist genau dasselbe wie in den anderen Pokémon-Zentren. Okay, dann hier du ja noch. Was ist, was die Pokémon-Liga ist? Also, ich werde es dir sicher nicht verraten. Wieso nimmst du die Herausforderung nicht einfach an und findest es heraus? Ja, das werden wir im nächsten Part machen. So, dann kann man hier nochmal kaufen. Da kann man jetzt übrigens auch alle Bälle kaufen. Also, das ist hier der ultimative Shop sozusagen. Und dann kann man hier die ganzen Tränke und so weiter alles kaufen. Und da werde ich jetzt auch schön zuschlagen. 285.000 Dinger haben wir. Dollar, Poké-Dollar. Ne, Poké-Dollar, glaube. Poké-Dollar. So. Da auch nochmal 10 Stück. Hypertränke brauchen wir auch. Eine ganze Menge. Da kaufe ich einfach mal 13. Weil wir müssen bedenken, wenn wir einmal zu den Top 4 gehen, kommen wir nicht wieder zurück. Wir können unsere Pokémon nur durch die Tränke dann heilen. So, Top-Tränke nehme ich auch mal 8 Stück. 20.000 kostet das. Naja, wir haben das Geld, wir haben das Geld. Top-Genesung nehme ich auch mal 5 Stück. So, Beleber. Beleber sind auch sehr, sehr wichtig. Davon haben wir nur 12. Ich werde 18 kaufen. Und sonst Gegengift und so weiter, das haben wir ja alles noch. Genau. So, dann hatte ja der liebe Abonnent El Bonhino. Oh, tut mir leid. Ich kann mir deinen Namen irgendwie nicht merken, obwohl du so viele tolle Kommentare schreibst. Ich kann mir deinen Namen einfach nicht merken. Ich hatte jetzt, es muss hier noch irgendwo stehen. Hier neue Aktivitäten da. El Bonhino. Bonhino. Ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen. Du hattest mir ja auch nochmal damals ja einen Tipp gegeben. Welche Attacke waren das nochmal? Das war Regentanz. Genau, Regentanz. Erlernen. Und ich habe ja gesagt, ich werde es da nochmal schauen, welche Attacke ich da Heiler verlerne. Ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden, welche Attacke rauskommt. Das werde ich einfach jetzt mal machen. Ich weiß nicht, ob Risikotacke so gut ist. Ich nehme Risikotacke raus, ganz einfach. Risikotacke macht Rückstoß und Rückstoß ist, nee, nicht so gut. So. Ja, und dann nochmal schauen, was habe ich hier für Items. So, ich fange mal von vorne an. Steintaf. Nee, erstmal schaue ich, was haben überhaupt meine Pokémon für Items. Aber vorher möchte ich sowieso nochmal ohne Zahn wieder ins Team nehmen. Er hat ja die ganze Siegestraße ausgesetzt. Tut mir leid, lieber ohne Zahn. Er ist ja immer noch auf der zweiten Entwicklungsstufe, stimmt ja. Aber bald wird es sich ändern. So, und dann hier unter Items bewegen. Können wir schauen, was meine Pokémon für Items haben. Nein, hier, so. Feuertafel. Ja, ist ganz okay. Sanftglocke muss weg. Sanftglocke muss weg. Wassertafel. Ja, ja, ja. Seegesang kann weg. Sanftglocke kann weg. Drachenzahn bleibt. Ja, also da. Obwohl, ja. Wassertafel, das ist schon mal sehr, sehr gut mit Wassertafel, weil durch Regentanz und Wassertafel verstärken sich die Wasserattacken so enorm. Also hier nehmen. Ja, wegnehmen. So, vor dem Beute verstaut. Dann hier, auch Beute. Und werden hier nochmal, wer Seegesang hier. Da möchte ich irgendein Item haben, was die Attacke verstärkt. So, dann schaue ich mal im Beute nach. Also das machen wir jetzt hier noch in diesem Part. Auch wenn dieser Part jetzt schon fast vorbei eigentlich wäre. So, Wasserstein. Bin ich... Sicher, nee, brauche ich nicht. Kampf brauche ich auch nicht. Flug, was Flugattacken verstärkt wäre, sehr, sehr gut. So. Stärkt KP-stehlende Attacken. Nee. Ach, die Musik kann man wirklich ständig hören. Elektro auch nicht. Doch, Elektro, stimmt, für Blitzmaus. So.
Dann brauchen wir noch für Dings, für Heiler und für Kampfadler. So, Wasser, Gestein, Flug. Für Kampfadler und dann noch irgendwas für Heiler. Herrschlagquote, nein. Geist, Boden, nein. Ach stimmt, für Heiler hat ja auch der liebe Abonnent mir was geschrieben, was ich da nehmen soll. Habe ich das eigentlich schon? Ich glaube, nein. Nein, habe ich sogar noch nicht. Dann werde ich offscreen nochmal in den Untergrund gehen und ein bestimmtes Item holen. Und zwar ein Item, was Regentanz verlängert. Ja, was auf jeden Fall nicht schlecht wäre, gerade in Doppelkämpfen und so. Oder halt auch hier jetzt in der Liga, dass man da ein bisschen strategisch vorgehen kann. Und kann natürlich auch sein, dass ich Pech habe und keins finde. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier in der Pokémon-Liga. Im nächsten Part geht es richtig los. Freut euch schon mal drauf. Viel Spaß euch noch und bye bye.